Hallo liebe Fans der Fußballecke, Sonntag, 18.07. Und Kai und ich und unser Team sind hier in Hermannsburg zum zweiten Testspiel. Kai, du hast die Woche trainiert. Schon auf das eingegangen, was dir beim Spiel gegen Friedl aufgefallen ist? Oder doch ja, noch erst den Konditionseinheit? Nee, gar nicht so. Also Freitag haben wir ein bisschen was für die Kondition gemacht. Aber hauptsächlich haben wir Torabschlüsse geübt. Das, was uns im letzten Spiel so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir ja wirklich viele Chancen hatten, das Spiel eigentlich auch früher zu entscheiden. Deswegen haben wir da ein bisschen dran gearbeitet. Ich denke, dass wir heute nicht so viele Chancen bekommen werden. Und deswegen müssen wir die Chancen, die wir haben, dann auch nutzen. Hermannsburg gilt ja auch bei uns im Heidekreis als starkes Team. Wir haben auf dem Weg hierher gesprochen. Sie haben gegen MTV Soltau gespielt. Nur 3-1 verloren, in Anführungszeichen. Ja, du sagst es gerade, wir werden nicht so viele Chancen haben heute. Was erwartest du für ein Spiel? Schwierig. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe halt nicht gesehen, wie die spielen. Ich weiß ja nur, dass sie als Mannschaft sehr kompakt sind, sehr stark sind als Mannschaft. Was uns da erwartet, ja, muss man halt schauen. Wir müssen halt dagegen halten, definitiv. Selber kompakt stehen und unsere Angriffe dann halt auch gezielt ausspielen. Also liebe Fans, zweite Testspiel von unserer ersten Herren. Bei den 10 wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Und eins sind wir, denke ich, einig. Also Ausreden, was den Platz betrifft, wird es heute nicht geben. Nee. Mega Rasen hier, richtig geile Anlage. Und viel Spaß bei den 10 und wir sehen uns nach dem Spiel. Ciao. Ciao. Gib ihn! Hey! Ja, genau! Da meldet sich der Torwart, der nichts mit.
der Situation zu kriegen. Ja, liebe Fans der Fußball-Ecke, ihr habt die Szenen gesehen. Die TSV Wietzendorf, erste Herren, verliert in Hermannsburg 7:0. Bei mir der Trainer vom TuS Hermannsburg, Siebert Asmussen. Ja, Siebert, herzlichen Glückwunsch. Danke, dass ihr hier wart. Wir kommen wieder. Ja. Ja, zum Spiel. Ich denke, die Frage, zufrieden, erübrigt sich aber. Ja, zufrieden, ja. Erste Halbzeit war ganz okay. Zweite Halbzeit hast du selber gesehen, ein bisschen zerfahren. Lief nicht mehr alles so rund aufgrund von Einwechseln und Erschöpfung, weil für viele war das die vierte Einheit die Woche. Aber ihr habt uns abverlangt, ihr habt dagegen gehalten. Wir mussten uns auch was einfallen lassen. Das Ergebnis spiegelt das nicht wieder, aber ihr hattet auch klare, gute Chancen, die ihr habt leider liegen lassen. Ne, wir hätten auch zwei, drei Gegentore kassieren können. Da habt ihr uns gut ausgespielt. Da hatten wir das Glück auf unserer Seite. Ja. Sonst, du weißt, wie Fußball ist. Genau, also ja. wir haben es heute tatsächlich mal zumindest zu Beginn mit der Dreierabwehrkette versucht. Mhm. Das ging komplett in die Hose, ja. Die erste Viertelstunde. Ihr macht ja von vornherein Druck. Ich glaube, das erste Tor in der fünften Minute. Ja. Dann ein nachgelegt und zwei Elfmeter noch. Von meiner Sicht beide berechtigt. Ja, ihr habt die Szenen schon gesehen, ich noch nicht, aber von außen sah es so aus. Ja. Ja, was nimmt ein Trainer, du hast gerade gesagt, vierte Einheit in der Woche, was nimmt ein Trainer aus so einem Spiel mit? Ist ja auch immer gefährlich jetzt, ne? Ja, das stimmt. Also so ein Ergebnis ist für viele, die sehen 7-0, oh, wir sind geil drauf. Ja. Ne? Ist aber nicht so, das spiegelt das ja nicht wieder. Also wir müssen noch eine Menge arbeiten. Wenn die Jungs sich wirklich selber reflektieren, sehen sie, oha, da war ich zu spät, da war ich schnell genug, da habe ich nicht das gemacht, was ich konnte. Also man muss sie immer wieder runterholen und begreiflich machen, dass das halt ein Testspiel war, dass wir gewonnen haben, aber eigentlich noch nichts gewonnen haben. Genau. Ne? Sie müssen einfach alle weiter arbeiten. Das ist halt immer wichtig. Bei uns ist es jetzt andersrum. Wir müssen halt sagen, pass auf, war nur ein Testspiel, Leben geht weiter. Ja. Wie du schon sagst, wir haben ja auch in der ersten Halbzeit ein, zwei Chancen natürlich. Gehabt. Ihr habt knappe Situationen mit Abseits. Richtig. Und zweite Halbzeit hier die Chancen. Ja, ich denke, ist nicht alles schlecht. Nein. Hätte auch anders ausgehen können, wie du schon sagst. Nichtsdestotrotz, was eine Trainingseinheit. Ja. Ich drücke euch die Daumen für die Saison. Man munkelt so, Favorit? Ja, wenn du die Hinserie letztes Jahr als
Platz 1 abgeschlossen hast vor dem Abbruch, ist man logischerweise Favorit. Ich habe alle halten können, habe meinen Kader um 2 Spieler noch verstärkt. Und den Torwart, der heute drin war, das ist Hindrich, ja, der kommt aus U19. Der soll so ein bisschen aufgezogen werden, aber wir haben den vollen Kader zusammen, 28er Kader, und wir nehmen diese Favoritenrolle auch an. Sowas hört man gerne, und ja, ich würde sagen, alles andere wäre Quatsch. Ja, ist es auch. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, auch wenn ihr uns richtig abgeschlachtet habt. Ich denke, wir bleiben in Kontakt und sehen uns dann im Winter. Wir machen im Winter ein Spiel. Bei uns in Wietzendorf. Lemmy, viel Erfolg mit deinen Jungs. Werden wir haben, und euch auch viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ja, liebe Fans der Fußball-Ecke, ihr habt die Stimmen vom Trainer vom TuS Hermannsburg gerade gehört. Jetzt bei mir Kai. Kai, vielen Dank erstmal, dass du hergekommen bist. Ja. Verloren 6-0, 7-0. 7-0 verloren. Wir haben am Anfang etwas versucht mit einer Dreierkette, was vorn und hinten nicht funktioniert hat, haben dann umgestellt auf Viererkette wieder. Und wollen wir mal gar nicht auf das Negative eingehen, sondern wollen wir tatsächlich mal auch über das Positive sprechen. Wir haben das ganze Spiel über auch in der ersten Halbzeit Szenen gehabt, die knapp abseits waren, vielleicht auch manchmal gar nicht abseits. Wir haben in der zweiten Halbzeit Chancen rausgespielt. Erzähl was zum Spiel. Naja, was willst du nach einem 7-0 sagen? Ne? Das gibt's. Ja, schwierig. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich kann da im Moment jetzt nichts Positives so wirklich rausziehen, weil ich glaube auch, dass die Mannschaft gerade sehr, sehr ernüchtert ist, ne? Wie das hier gerade, wie das alles abgelaufen ist. Man sieht halt einfach, wir sind halt noch lange nicht so weit, wie wir uns das vorstellen. Haben halt heute einfach mal unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Vielleicht auch mal zum richtigen Zeitpunkt, dass man jetzt sieht, so, okay, da fehlt bei einigen oder eigentlich bei allen dann doch noch eine Menge, ja, dass wir dann eine geile Saison haben werden. Deswegen, wir bewerten das intern einfach, ziehen da unsere Schlüsse draus. Und ich denke, Lemmy, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Nein, alles gut. Ist natürlich immer schwierig, nach so einem Spiel dann hier auch gleich Rede und Antwort zu stehen. Deswegen vielen Dank, dass du überhaupt hier gewesen bist. Ich glaube, auch wenn sich das wirklich total bescheuert anhört, bei so einem Spiel in der Vorbereitung, glaube ich, haben wir es nach diesem Spiel einfacher, die Vorbereitung weiterzumachen, wie ein Trainer, der hier 7-0 gewinnt. Weil wir wissen, wo wir anpacken müssen. Ja. Und ich sag mal, Hermannsburg hat uns ungelogen in der ersten Halbzeit fast an die Wand gespielt, haben richtig guten Fußball gespielt, auch weil wir die Fehler gemacht haben. Wie du sagst, Testspiel, wir trainieren jetzt noch zweimal, Mittwoch, Freitag, und dann haben wir Sonntag TuS Eschede, ein ähnliches Kaliber bei uns zu Hause, haben uns der Weg zu Gast, und da arbeiten wir jetzt drauf hin, und dann hoffen wir natürlich, dass wir bessere Szenen präsentieren können, und ich bin da fest von überzeugt. Hoffen wir. Danke, Kai. Ciao. Ciao.